Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Wir sind hier in Folge 37, immer noch auf dem Weg über diese lustigen Stege und hier ist ein ominöses Haus und da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir rein. Hallo. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Na klar. Cool, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und genieße das Anglerleben. Achso, ich dachte, er schlägt uns. Mitolex erhält eine Superangel. Yay! Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Nun zieh los, um den großen Fang zu landen. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Superangel. Können wir gleich mal ausprobieren, ne? Das ist ja super. Ich werde hier einfach mal die Angel auswerfen. Wo denn? Hier so? Ja, mach mal. So einen richtig guten Angelplatz natürlich erstmal finden als Angler. Richtig, es ist ja nicht nur ein Sport, sondern auch eine Kunst. Nicht einmal ein alter Stiefel hat angebissen. Du kannst ja hier nochmal probieren. Profi-Angler, du. Aber zählt das überhaupt gerade als ins Wasser halten? Ich glaube, musst du so über den Rand... Machen wir nach oben jetzt. Na, sonst könnte man die gar nicht richtig einsetzen, glaube ich. Ach so. Wehe, das klappt jetzt. Verdammt. Oh, da hat etwas angebissen. Cool. Was ist das denn? Das Gefangene des Tacha greift an. Level 5. Ja, das tackeln wir weg, oder? Obwohl, du kannst ja auch die neue Attacke mal ausprobieren, vielleicht. Könnte ich machen, ja. Wir haben nämlich Blitzer trainiert. Blitzer hat ein paar Level gewonnen, nämlich 4 Stück von Level 28 auf Level 32. Und Blitzer kann jetzt eine neue Attacke. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Blitzer kann jetzt Donnershock. Donnershock ist eine Elektroattacke, das heißt Blitzer kann die erste Elektroattacke erlernt und kann jetzt als Elektro-Pokémon natürlich jetzt unser Team verstärken. Was lachst du hier? Ja, Glutexo setzt der Schneider ein. Aus Frust, weil er gar kein Glut mehr kann. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Ein Angler. Mit Carpador. Wie hat er das denn auf Level 24 gekriegt? Ja, ne? Das ist die große Frage. Ja, Donnershock funktioniert. Jetzt kann nämlich Blitzer auch alleine kämpfen und ist nicht mehr so richtig angewiesen auf die Hilfe der anderen. Ich hab verloren. Und er gibt uns ein bisschen was, das ist ja freundlich. Oh, ein Eisen. Nicht schlecht. Wir haben ja schon Eisen eingesetzt, das erhöht die Verteidigung. Besitzt du einen Mondstein? Besitzen wir einen Mondstein? Wir besitzen einen, ja, aber wir haben gerade keinen dabei. Na stimmt, wir haben schon einen, ne? Ich glaube, wir haben sogar schon drei. Oh, nicht ganz so stark. Aber ihr seid ja auch fast auf dem gleichen Level. Ja, gefällt mir richtig gut, der Donnershock. Mal ganz was anderes als nur Tackle und Ruckzuckhieb. Oha, paralysiert auch manchmal. Krass, wusste ich gar nicht. So, hier ist ein bisschen hohes Gras. Das gucken wir uns natürlich an, was man hier so fangen kann auf der Route.
Ist doch klar. Oh, Myrapla. Na gut, das kennen wir schon, ne? Haben wir eigentlich schon einen Myrapla? Weiß ich nicht. Sonst könnten wir das ja einfach mal mitnehmen. Wir brauchen ja irgendwann mal 30 Pokémon, damit wir diesen Detektor kriegen können. Ah ja. Also wenn du Lust hast, einfach mal fangen. Einen Donnerschock noch und dann fangen, oder? Oh, jetzt tot. Nee. Dachte ich. Ein Glück. Stachelspore hat keine Wirkung. Hier unten. Yay. Oha, Unkraut. Mhm. Na gut. Ja, nur wollen wir jetzt nicht unbedingt in den Kader mit aufnehmen, aber es geht in Richtung Vervollständigung des Pokédex. Wir sind jetzt auch gerade ein bisschen anders ausgestattet beim Spielen. Wir haben nämlich den Filter, den wir sonst immer dabei haben, den haben wir jetzt mal nicht dabei. Fällt das jemandem auf oder ist es jemandem aufgefallen? Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen pixeliger, das Bild. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Nein. Das ist Wahnsinn. Müssen wir auch mal nachsuchen nach Carbon. Vielleicht ist es auch Carbon. Carbon, ja vielleicht. Ja, also mir gefällt das gar nicht so schlecht mit dem etwas angepixelten Bild. Was meint ihr denn? Ist das cool oder ist das eher doof? Wie gefällt es dir denn, Timo? Ich find's auch ganz gut. Mal was anderes. Hat auch noch ein bisschen mehr dieses Feeling von einem... Oh, ein Sepa. mehr das Feeling, Entschuldigung. Ja, ich mag Sepa. Timo mag Sepa. Mhm. Ja, es hat noch ein bisschen mehr das Feeling von einem alten Spiel. Und das ist ja ein altes Spiel, was wir hier spielen. Von 95 ist das, oder? Kann gut sein. Ich glaube. Meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Ja, ich glaube, Blitzer ist eine richtig gute Wahl hier mit den ganzen Wassertrainern und Vogel-Pokémon-Trainern. Ja. Perfekt. Wusste ich auch selber gar nicht mehr, dass hier so viele Trainer sind, die tatsächlich Wasser-Pokémon haben. Ich auch nicht. Aber ich weiß ja sowieso gar nicht mehr so wirklich, was noch kommt. Ja, eigentlich wollten wir Blitzer nur trainieren, damit Blitzer auch das Team verstärkt, so ganz normal. Aber wenn das jetzt hier so gut funktioniert, dann bleiben wir erstmal dabei. Ist das okay für dich, Alex? Ja, klar, Blitzer weiter trainieren, auf jeden Fall. Wir müssen sowieso, glaube ich, demnächst, oder jetzt sowieso erstmal alle wieder trainieren, weil wir haben ja gemerkt in Saffronia City, als wir im Dojo waren, dass wir gar nicht mehr so hoch gelevelt sind. Also da waren dann auch auf einmal die Trainer-Pokémon höher als unsere eigenen gelevelt. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Sind ja auch schon Kinder. Tja, und uns sagt man, für ein... Wie heißen wir nochmal hier? Jack? Nee, für ein Mitolex würden wir auch sehr gut kämpfen. Blitzer ist dann natürlich auch eine super Wahl gegen Doofmann. Der hat ja auch einen Tauboga oder Tauboss oder wie das da heißt. Hat er ja auch und da ist dann natürlich Blitzer auch super gegen. Und er hat ja auch Shiggy am Anfang gewählt. Und Elektro ist ja gut gegen Wasser, ne? Oh ja, stimmt. Also insofern ist das Blitzer hier total gut aufgehoben bei uns im Team. Ja, bei Tauboga oder Tauboss, da wissen wir noch gar nicht, ob sich das schon entwickelt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es beim letzten Mal schon so war. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war letztes Mal noch Tauboga, ne? Ja, kann gut sein. Also wir wissen noch nicht, wie stark jetzt Doofmann beim nächsten Mal sein wird, wenn wir ihn treffen. Kann sein, dass er uns dann vom Brett fegt. Alex hat das eben schon
erwähnt, dass wir mal wieder trainieren müssen. Und da stimme ich ihm auf jeden Fall zu. Was machen wir ja gerade? Jo. Blitzer fegt er jetzt auch gerade problemlos durch alle durch. Oh, ich hab verloren. Ja, läuft gut. Also mit der Elektro, mit der Elektroattacke hier in Petto ist das super. Route 13, Norden, Stille Brücke. Ja, wir könnten jetzt über die Stille Brücke gehen. Ich glaube, das machen wir sowieso. Wow, deine Orden sind super cool. Hat sie unsere Orden gesehen? Tragen wir die also direkt auf der Jacke? Ja, wie viele haben wir eigentlich schon? Wir haben 4 Orden, oder? Genau. Von 8, glaube ich, ne? Ja. Genau, 4 von 8 und ein Nocturne. Statt des 9. Ordens sozusagen. Ein Nocturne? Der Dojo-Meister hat uns ja angefleht, dass wir seinen Orden nicht mitnehmen, sondern stattdessen ein Pokémon. Und dann haben wir gesagt, oh, okay, nehmen wir Nocturne. Na, stimmt. Ja, das war eigentlich eine ganz eigene Arena, ne? Gibt's gar keinen Orden für, schade. Na, was Neues lernen? Schade. Das hat nicht ganz gereicht. Oh nein. Kannst du jetzt da oben die Mädels weglocken, sodass sie so weit runterkommen, dass man da durch kann, ne? Hab ich auch schon überlegt. Wahrscheinlich geht das, ne? Nee, geht nicht. Ah, schade. Nee, geht nicht. Na gut. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Vielleicht kannst du die andere noch ein Stück weiter weglocken. Oh, das geht auch nicht, ne? Kann man nochmal probieren, ja, aber... Ah, die versperren den Weg einfach richtig effizient. Boah, ein Pipi. Hier wird einfach alles weggeblitzt. Was, ach, das ist schon alles? Na, aber sowas, ne? Aber sowas hier, ich bin eine Schönheit. Natürlich werde ich mit dir spielen. Wir wollen aber nicht mit dir spielen, wir wollen kämpfen. Beide machen so ruckzucki. Ja, ich weiß schon, warum ich nicht Tackle einsetze. Boah. Das hat ganz schön was abgezogen. Ja, wir kommen hier in den gelben Bereich. Haben wir noch einen Supertrank? Meinst, der wird jetzt gerade gut passen? Oh, du kleiner Wüstling, du! 1890. Also Schaden wird da jedenfalls nicht, oder? Können wir mal machen, ne? Soll ich nochmal? Haust du einfach mal rauf. Süß und lecker, super Trank. So, ist ja total labyrinthartig hier gemacht. Echt lustig. Tipps für Trainer. Drücke Select, um die Positionen von Items im Menü zu tauschen.
Das kennen wir schon, haben wir auch schon benutzt. Waren wir hier nicht schon? Nee, das, wir waren da drüber irgendwo in dem hohen Gras, ne? Ja. Was gibt's denn hier? Gibt's hier was Besonderes? Keine Ahnung. Ich glaube, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, was es hier für Pokémon gibt. Das ist eine gute Idee. Schauen wir uns mal um, ob hier was Neues auf uns wartet. Vielleicht irgendwas, was wir sogar ins Team aufnehmen wollen. Ja, wir fangen auf jeden Fall bestimmt ein Pokémon. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.